Hallo, heute möchte ich noch mal ein bisschen was über Energie erzählen. Und zwar kommt es ja gar nicht ganz so selten vor, dass jemand sagt: Nee, lass mal, Energiearbeit funktioniert bei mir nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass, oh Gott, das ist schon ewig her, da habe ich noch gar nicht bewusst mit Energiearbeit gearbeitet. Und eine Freundin wollte mir damals Reiki geben. Und hat sie wohl auch gemacht, aber ich habe überhaupt nichts gespürt. Es kam einfach nichts an. Nicht, weil sie es nicht drauf hatte, sondern weil ich selber von mir dermaßen abgeschnitten war und von mir so weit entfernt war, so dicke Mauern um mich herum errichtet habe, dass ich tatsächlich nichts gefühlt hatte. Und die Gefühle, die ich hatte, waren einfach mal nur tiefe Traurigkeit, Angst und Einsamkeit. Das waren die drei Gefühle, die in mir Platz hatten. Und mehr kam auch gar nicht durch. Und ich habe nichts gefühlt, nichts weiter gefühlt. So, was steckt da aber hinter? Was ist Energiearbeit auch? Was ist Energiearbeit auch? Eigentlich ist alles Energiearbeit. Denn jedes Wort ist Energie. Jede Berührung ist Energie, jeder Austausch ist Energie und die nehmen wir permanent auf, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt können wir uns bewusst auch dazu entschließen. Ich musste mal kurz gucken, wo die Rosi ist. Wo ist sie denn? Da ist sie. dass wir uns bewusst dafür entschließen, 24/7 achtsam zu sein. Das ist garantiert zu anstrengend. Das heißt, wir sind auch konfrontiert mit Energien, die wir gar nicht so wollen. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, wenn wir beim Arzt sitzen, wenn wir sonst was machen, wir sind ja nicht die ganze Zeit präsent und schirmen uns da ab oder halten unsere eigene Energie die ganze Zeit aufrecht, dass uns das nicht triggert oder nicht befällt oder keine Ahnung was, sondern wir sind dem dann ausgeliefert. Deshalb ist das auch so ganz wichtig, wenn wir denn beobachten, wir kommen nach Hause und sind dann müde und schlapp oder sonst irgendwas oder wütend. Auch das kann sein, dass wenn wir dann nach Hause kommen, dass wir so unterschwellig irgendwie so eine Wut oder Angst oder Traurigkeit auch in uns haben, die gar nicht unsere eigene ist. Na, und auch das ist Energiearbeit. Wir schleppen das dann einfach mit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Hause energetisch auch sauber machen, regelmäßig, also tatsächlich eine energetische Reinigung auch durchführen. Und das andere ist, dass wir uns selbst, unsere Energiefelder auch regelmäßig reinigen. Und ja, also wie gesagt, das ist so, wir denken, dass nur Energieübertragung ist, wenn wir Hände auflegen oder wenn wir bewusst irgendwelche Techniken anwenden oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht so. Die Energien sind die ganze Zeit um uns rum, ob wir wollen oder nicht. Und wir können dann nur entscheiden, was machen wir jetzt damit, ne? Lassen wir das jetzt da einfach drin oder nicht? Und oh Gott, hier spontan fällt mir auch gerade ein, vor ein paar Wochen hatte ich ja vorgehabt, mir die Haare schneiden zu lassen. Ich wollte sie wirklich wieder raspelkurz haben, weil ich hatte einen ganz tiefen Prozess wieder hinter mir. Und die ganze Energie, die hängt natürlich auch in den Haaren fest, ne? Also wir schleppen auch in unseren Haaren die ganzen Energien der Vergangenheit mit uns rum. Deshalb ist es auch so wichtig für Frauen zum Beispiel, wenn die gerade eine Trennung hinter sich haben oder wenn die gerade irgendwie was Krasses hinter sich haben, dass die dann immer auch eine Typveränderung vornehmen, ne? Und meistens in Form von einer neuen Frisur. So. Jetzt hatte diese Friseurin aber nicht den Mut wie ich, dass die sagt, okay, machen wir jetzt alles weg, Neustart. Und ja, ich hänge immer noch jetzt mit meinen langen Haaren hier rum. Ist aber nicht schlimm, ich habe das jetzt anders energetisch geregelt, kann ich ja machen. Und jetzt hatte mir jemand angeboten, du, ich mache sie dir kurz. Kein Problem. Und aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich in einem neuen Abschnitt bin. Also ich habe gerade wieder einen abgeschlossen, aber der war nicht so, der war zwar sehr intensiv, aber nicht so, dass ich jetzt diese Typveränderung brauche. Das heißt, mal gucken, welche Energien jetzt demnächst da so unterwegs sind oder anfangen oder keine Ahnung was. Wir werden sehen. Ich musste mal kurz gucken, wo Rosi ist.
ja, was da so passiert und wann ich dann soweit bin, wieder den nächsten Kahlschlag in Form von einer neuen Frisur vorzunehmen. Ich finde das so lustig, weil du siehst immer auch diese ganzen Zusammenhänge. Deshalb erzähle ich so viel auch. Also die Leute fragen ja auch ganz oft, ja, aber sag doch mal, wie bist du aus der Depression rausgekommen? Wie hast du dies gemacht? Hast du das gemacht? Oder tralala. Ich kann nicht von den eigenen, von den Techniken erzählen, nur immer von dem, was dann das Ergebnis war und was ich vielleicht alles gemacht habe oder sowas. Aber was explizit jetzt dazu geführt hat, dass ich da das verarbeitet habe, das kann ich gar nicht sagen, weil das manchmal nachträglich kam. Also der Erfolg, den ich denn daraus hatte, kam dann nachträglich. Und da weiß ich gar nicht mehr, welche Technik oder welche Technik ich dann tatsächlich auch für den Durchbruch gebraucht habe. Und das ist eigentlich aber auch sehr unwichtig, weil du bist ja anders. Du hast eine andere Energie, du hast eine andere Vergangenheit, du hast ein anderes Werteprofil, du hast vielleicht andere Ziele und keine Ahnung, was auch immer. Deshalb ist es gar nicht wichtig, was ich gemacht habe, um meine Themen zu bewältigen, sondern dass ich genug Strategien an der Hand habe, die ich ausprobiert habe, wo ich genau weiß, wie ich sie mit dir ansetze. Und wenn du zum Beispiel zu denen gehörst, die sagen, oh nee, Energiearbeit, das funktioniert bei mir nicht, vielleicht hast du aber auch Mauern um dich rum aufgebaut. Und dann ist das so wie bei mir damals, dass gar nichts angekommen ist. Es ist was angekommen, ich habe es nur nicht gespürt. Und da denn hinter zu blicken, das ist wichtig. So, das wollte ich dir heute mal mitteilen. Es war wieder sehr viel und sehr durcheinander. Ich weiß, ich mache das ja immer so ganz spontan. Ich habe da gerade eine Idee und dann ploppe ich damit raus. Aber du kannst mich ja jederzeit auch fragen oder nachfragen, wenn irgendwas nicht ganz klar war. Und ja, ich gebe dir da sehr gerne auch Auskunft und teile dir dann die Ergänzungen mit, wenn dir noch irgendwas fehlt. Also scheue dich da bitte nicht, nachzufragen, wenn noch irgendwas unklar ist. Und wie gesagt, ich muss diese Impulse immer irgendwie raushauen. Sonst habe ich das Gefühl, ich platze gleich. Ja, also ich hoffe, dass dir das auch wieder ein bisschen die Energiearbeit näher gebracht hat, die Energien überhaupt. Und ich freue mich drauf, wenn du meinen Kanal abonnierst oder wenn du meine Blogbeiträge liest. Kannst auch gerne jederzeit dann Kommentare schreiben, wenn du Fragen hast oder wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder was auch immer. Und ich freue mich sehr, von dir zu lesen, zu hören oder dich zu begleiten, vielleicht sogar. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.